Zum Glück ist der Punkt da oben, wo ich die anderen hingepackt habe, sicher. Hinter dem Holz. Okay, dann. Following your lead. Ready, Watcher. Warten wir jetzt einfach mal. Ready, Watcher. Bis der Hund wieder durch ist. Du siehst mich Yes. nicht. Du siehst mich nicht. Of course. Braves Hündi. So, der sieht mich hoffentlich auch nicht. So, langsamer Modus mal. Da habe ich nämlich mehr Zeit zum Reagieren. So, Kanna ist auch durch. Gott sei Dank. Siehst du, bin ich dran und dann Sagadi. Here. Ready, Watcher. Wobei ich kann gleich versuchen, Sagadi mit mir mitzunehmen. Yes. Okay. I'm here. Dann haben wir das geschafft. Dann sagen wir mal dem Herrn hier drin Hallo. Bitte hört zu. Enough! I've had my fill of. What's this? What? Who are you? Was, wer bist du? Der Kommandant des Eisenweges ist ein junger, drahtiger Mann. Seine braunen Haare sind ungekämmt und seine Augen fiebrig. Edderig. Zu seinen Füßen befindet sich ein Gitter, das offenbar über einer Grube liegt. Du hörst einige unruhige Schreie aus der Zelle aufsteigen, als der Kommandant darüber geht. Er blickt hinab durch das Gitter, sein Gesicht eine Maske des Zorns. More of your scheming friends. Not a scrap of honor in the lot of you. Noch mehr von deinen niedrigen Freunden, keinen Funken Ehre habt ihr im Leib. Ich würde die Sache lieber friedlich klären. I'm sure you would, da bin now ich that you're here. Da bin ich sicher. Edric verzieht die Mundwinkel, jetzt wo du hier bist. You want to talk? Set down your... Du willst reden, dann liegt deine Wahr. Edric bleiben die Worte im Halse stecken, seine Miene ist wie versteinert. Es ist unklar, was geschehen ist, bis du es selbst zu spüren beginnst.
umgewebten, schweifen deine Sinne ab, als hättest du sie nach einer Essenzquelle ausgestreckt. Du spürst ein Zerren in deiner Brust, ein fast schmerzhaftes Gefühl, nach vorne gezogen zu werden. Eine plötzliche Wellung von Erinnerungen durchflutet deinen Verstand, so klar wie an dem Tag, an dem sie gebildet wurden. Du siehst Odemas Lager vor dem Bierwerk verwüstet, die Hallen von Khet Nuur. In den Höhlen unter der Festung brüllt der Stein um dich herum, Warnungen in einer toten Sprache. Noch tiefer im Felsen klafft der Schlund voller Zähne wie eine Wunde in der Welt. Die Bilder überfluten dich, sie zeichnen Leben und Emotionen aus 100 verschiedenen Zeiten und Orten nach. Nicht alle davon sind deine eigenen. Langsam beschleicht dich das Gefühl, als würdest du beobachtet werden. Nach den Emotionen greifen. Du lenkst deine Sinne und verfolgst die Invasion zurück in zu ihrem Ursprung. Edaric. Überzeugung brennt in ihm so hell wie ein Leuchtfeuer. Einen Augenblick lang teilst du seine Emotionen und eine Verzweiflung ohne Herkunft schießt durch deinen Schädel. Ohne Kontext sind die Erinnerungsfetzen, die du siehst, nur Bilder. Ein kleines Haus auf einem Feld leuchtend violetter Blumen. Ein Meer von gestandenen Rüstungen mit verwehenden Bannern, die auf deinen Befehl warten. Einen unangenehmen Augenblick lang spürst du, wie euer verbundenes Bewusstsein sich in sich selbst zurückzieht. Dann wird die Verbindung gekappt. Edric sieht überrascht aus, sein Gesicht ist aschfahl. Moment, du bist ein Wächter? Du hörst vereinzeltes Gewurmel aus den Reihen der Soldaten. Das ist nicht. Edric blickt sich im Zimmer um, sein Gesicht errötet. That's not known to many. Not past these walls. Das wissen nicht viele, nicht jenseits dieser Wände. Why have you come? Why now? Warum bist du gekommen? Warum jetzt? Du kannst verlorene Seelen sehen, wie ich. Über unsere gemeinsame Begabung. Ich bin gekommen, um herauszufinden, was mit den Gesandten geschehen ist. Was haben diese Leute euch angetan, dass ihr sie in eine Grube werft? Fangen wir erstmal mit dem Direkten an. Du kannst Seelen sehen, wie ich. I see and hear spirits, it's true. It took many years to understand. Ich sehe und höre Geister, es ist wahr. Ich habe viele Jahre gebraucht, um zu verstehen. Edrics Kiefer zuckt. Du schämst dich, warum? Was zu verstehen? Ich dachte, all die anderen Wächter wären wahnsinnig. Es kommt nicht oft vor, dass ich lebende Erinnerungen so deutlich lesen kann. Das hat sich angefühlt wie bei einem Medium. Bist du es auch so leicht, den toten Leuten zuzuhören, wie ich es bin? Angreifen. Du musst nicht mehr lange mit der Schmach leben. Genug davon. Du schämst dich, warum? Darauf kann man wohl kaum stolz sein. Blicke auf deine eigenen Sünden, Wächterin. Ich werde meine nicht mit dir teilen. Es kommt nicht oft vor, dass ich lebende Erinnerungen so deutlich lesen kann. Das hat sich angefühlt wie bei einem Medium. I wouldn't know. Perhaps we simply worsen each other's condition. Ich weiß es nicht. Vielleicht verschlimmern wir nur gegenseitig unseren Zustand. Diese Vorstellung scheint ihn zu beunruhigen. What is it? Was ist es? Genug davon. Yes, we were in the middle of something, I believe. Ja, wo waren wir? Verwächter. Nein. Yes, we were in the middle of something, I believe. Ich bin gekommen, um herauszufinden, was mit den Gesandten geschehen ist. All this for them? Infiltrating my fort, skulking through the camp. Alles nur für sie, in mein Festung einzudringen, das durch das Lager zu schleichen. Edric verzieht sorgig das Gesicht. Ich hätte es anders gehandhabt, wie ich gekonnt hätte. Du hättest umkehren können. Er atmet aus, wären die Gesandten nicht gewesen, hätte all dies vermieden werden können. Stalwart sent delegates to discuss terms of peace. I offered them the opportunity. I was generous. Stalwart hat diese Gesandten geschickt, um einen Frieden auszuhandeln. Ich habe ihnen die Gelegenheit gewährt. Ich war großzügig. Edric geht einige Schritte, bevor er sich fängt. But Stalwart sent soothsayers, not diplomats. To frighten us with stories of the moon going dark, the earth shaking. Aber Stalwart schickt Hellseher anstatt Diplomaten, um uns mit Geschichten zu ängstigen, wie der Mond sich verdunkelt und die Erde bebt. Es ist wahr, es ist alles wahr, die Wellen werden uns alle verschlingen. Eine schrille Stimme erhebt sich plötzlich aus der Grube. Edric stampft wütend auf die Gitterstäbe, um sie zu übertönen. Vielleicht können wir uns jetzt unterhalten. Glaubst du nicht, dass du ein wenig überreagiert hast?
Aber es gab Erdbeben, in den Minen sind Tunnel eingestürzt. Was willst du überhaupt mit Stalwart? Wie ich sehe, lässt du dich nicht überzeugen. Nehmen wir die drei. Don't play the fool with me. These omens are meant to frighten me, to make me doubt my purpose here. But there is more at stake here than a village in the mountains. Lass es, spiel nicht den Narren. Diese oben sollen mir Angst machen, mich zweifeln lassen, was ich hier tue. Aber es steht mehr auf dem Spiel als ein kleines Bergdorf. They dismiss my faith, call us superstitious. But what does Stalwart believe in? Iron and gold and nothing else. Sie werten meinen Glauben ab, nennen uns abergläubisch, aber an was glaubt Stalwart? An Eisen und Gold oder sonst nichts? I have tilled barren fields with my bare hands. What is gold to me? Ich habe mit meinen bloßen Händen ödende Felder bestellt. Was nutzt mir Gold? Er blickt auf das Gitter der Zelle, seine Augen plötzlich vor Zorn funkelnd. Was willst du überhaupt mit Stalwart? With a village of fishermen, nothing. But they cling fiercely to the forge you gave them. Mit einem Fischerdorf nichts, aber sie klammern sich verzweifelt an die Esse, die du ihnen gegeben hast. Some of the men are here for gold and good steel, and I promised them their share. But I came for cannons. Einige der Männer sind wegen Gold und gutem Stahl hier, und ich habe ihnen ihren Anteil versprochen, aber ich bin wegen den Kanonen hier. With the batteries cannons, we can hold the pass. Mit den Kanonen der Batterie können wir den Pass Ray halten. Saris has suffered enough. Its sons and daughters have nothing. We cannot sit and wait for an attack from the Deerwood. Deine Stimme wird lauter. Viserys hat genug gelitten. Seine Söhne und Töchter haben nichts. Wir können nicht herumsitzen und warten, bis der Dürrwald uns angreift. There is an army coming. I've seen it. Pouring down from the mountain. It will crush Stalwart and come for Rhaid Saris. Es kommt eine Armee. Ich habe sie gesehen, wie sie den Berg hinabstürmt. Sie wird Stalwart auslöschen und weiter nach Viserys ziehen. Edrics Blick ist leer. The iron flail will be the wall that safeguards my homeland. From the worst these fire worshippers can bring to bear. Der Eisenflegel wird die Mauer sein, die meine Heimat vor diesem Feueranbeter beschützt. Moment, du hattest eine Vision von deiner Armee? Ich warte dich, wenn du mich verspotten willst, Wächterin. Ich glaube, du hast sie auch gesehen, die Armee, die auf die Berge niederkommt und alles zerstört. Edric runzelt verunsichert und zweifelt die Stirn. Seine Männer tauschen Blicke aus und warten unruhig auf Befehle. Why would they turn on their own? No, you're trying to trick me. This is all another distraction. Wir haben schon gesehen, dass Stalwart zu Lügen bereit ist. Und wir sind gekommen, um Rhaenyra zu retten. Ich erinnere mich an Donner und 100 Augen, die mich beobachteten. Kommt dir das irgendwie bekannt vor? The thunder followed me to the temple at Dawn's Reach. And the earth split beneath our feet. Der Donner hat mich zum Tempel der Morgendämmerung geführt und die Erde hat sich unter unseren Füßen aufgetan. Edric schluckt und wirkt unsicher. Du hast meine Seele gelesen, was hast du erfahren? Soft-hearted. But it hasn't seemed to stop you. Dass du weichherzig bist. Edrics Stimme ist brüchig, aber das scheint dich nicht aufgehalten zu haben. And that you have seen and done a great many things. Things I would not have otherwise believed. Edric hält inne. Und dass du vieles gesehen und vieles getan hast. Dinge, die ich ansonsten nicht geglaubt hätte. Bitte, Kommandant, wir wissen doch beide, dass etwas kommt. Vielleicht können zwei Wächter herausfinden, wie man es aufhalten kann. Einen Augenblick lang herrscht in der Hütte völliges Schweigen. Dann hörst du das Schaben von Metall, als Edric sein Schwert aufhebt und flach auf seine Handfläche legt. I led my people here because I believed we were on the right path. I bound my soul to this blade as proof of my surety. Ich habe meine Männer hergeführt, weil ich glaubte, wir wären auf dem richtigen Pfad. Ich habe meine Seele an diese Klinge gebunden, als Zeichen meiner Überzeugung. Seelenenergie schwirrt durch die Luft, ganz kurz nur. Edric blickt schmerzerfüllt rein. So it's no good to me now. It's yours. For as long as you can wield it. Das Schwert hilft mir jetzt nicht mehr. Es gehört dir, solange du es führen kannst. Ich habe Mumm im Inventar gekriegt. I'll call in our forces from the mountains. Please, give me time to explain. You should speak with Stalwart's messengers. Perhaps you'll get some answers out of them. Ich rufe unsere Truppen aus den Bergen. Gib mir Zeit, alles zu erklären. Du solltest mit dem Boden aus Stalwart sprechen. Vielleicht bekommst du von ihnen Antworten. Er zieht einfach ab. Talisa hat Seele durchtrennen erhalten. I'm here. Was macht das? Die Wächterin zieht mit einem nächsten Angriff auf die Essenz eine Kreatur. So umgeht sie die Verteidigung des Ziels und lässt es geschwächt zurück. I'm here. Okay. So wie es aussieht, habe ich jetzt das Lager einfach mal so geräumt. Was ist Mumm eigentlich?
Oh, ein seelengebundenes Schwert. Her damit, her damit. Egal wie gut es jetzt ist oder schlecht. Wille, Entschlossenheit. Außergewöhnlich. Also ja, am Anfang ist es schlechter, aber... Töte 5 Feinde mit Mumm mit kritischen Treffern. Hm. Das ist ein gutes Schwert. Verstecktes Objekt gefunden. Ach, da. Oh. Schwierigkeitshandschuhe einfach nur.